So, was wäre ein Urlaub, in Anführungsstrichen, ohne eine Roomtour? Ich will das nur filmen, wie du draufsetzt und da durchfällst. Also wir zelten ja jetzt diesmal und Alina hat so ein komisches, großes Zelt mitgebracht. Und bitte nicht darauf achten, dass es hier drin aussieht wie Sau. Aber man kann halt aufrecht stehen, ne? Ganz gut. Und dann haben wir hier Schlafbereich ohne Menschen. Wer sich jetzt gefragt hat, wo das zweite Bett ist, ich habe ja schon erläutert, dass ich häufig Sachen vergesse. Ich habe das Bett bei. Ich habe auch die eingebaute Pumpe dabei für das Bett, inklusive Stromkabel. Aber davon nur 50%. Da muss noch mal so ein, da fehlt halt ein Teil. Also haben wir nur ein Bett. Wir müssen uns ein Bett teilen. Aber die Nacht war in Ordnung. So schlimm ist Alina nicht. Aber die sind ja auch, gehören auch zu uns. Und er fragte dann schon, in welcher Relation steht ihr eigentlich zueinander? Ich habe gesagt, das ist meine Angestellte. Hat er ganz knochentrocken gesagt, da kann man auch gleich mitschlafen, ist okay. Gut, und jetzt gehen wir mal zu einem Trailer und zeigen euch mal einen Trailer von innen. Ah, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Also, hier ist ja unser Zelt. Wir haben hier direkt nebenan direkt eine Toilette. Und auch die Toiletten hier, also es gibt nochmal so große Toilettenhäuser, die sind natürlich ein bisschen besser, ne? Aber die sind vollkommen in Ordnung. Das ist alles gut ausgestattet. Oh, guck mal, hier läuft das Wasser. Die sind alle gut ausgestattet. Die sind sauber vor allem. Für einen Campingplatz finde ich das sehr gut. Wir buchen immer so Caravans. Ihr seht hier überall diese festen, feststehenden Caravans. Seht ihr überall. Jetzt gehen wir mal in einen. Das ist, ich würde sagen, ist so ein mittelgroßer. Es gibt einen, der ist noch ein bisschen anders geschnitten. Der ist nicht viel kleiner, aber ein bisschen anders geschnitten. Und es gibt einen, der ist ein ganzes Stück größer. Gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Gucken, wenn einer da ist. Kann ich reinkommen? Wuff, wuff, wuff. Na, hast du dich aufgeregt? Was ist los? Zack, hast du schon alle Schuhe umgeschmissen. Boah, ihr habt das aber warm hier drin. Ach, Melanie ist auch da. So. Und so. Ah. So sehen die Caravans von innen aus. Ah, okay. Und so sieht das aus mit drei Hunden im Caravan. Na, Plüschbär? Na, Plüschbär, komm! Aua! Aua! Hast recht, Balu. Beschwer dich ruhig, wenn die dich nerven. Ey, du würdest die ganze Zeit gehen, wenn wir die nicht mal zwischendurch zur Ruhe bringen würden. Man kann da jetzt natürlich auch erzieherisch das Ganze machen und schnappt sich einfach beide und sagt beiden Platz, ne? Da muss man die nicht wegsperren. Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn die hier miteinander spielen. Ich meine, meine Güte. Solange die hier nichts kaputt machen, wenn sie was kaputt machen, müsst ihr mir halt Bescheid sagen, damit ich da weiß, was kommt, ne? Ja, ansonsten. Das aber die ganze Zeit. Also wenn dann also einer Platz ist, ja. Ja, dann muss man halt beide sich schnappen, Leine dran, Platz. Ja. Und dann wird erstmal eine Stunde Fernsehen geguckt oder so. Ja. Ja. Überall in den ganzen Trailern ist Gasheizung drin. Ihr hattet hier das Bad, ne? Ja. Also reicht zum Duschen, wobei diese Gemeinschaftsduschen auf den Plätzen wirklich ein bisschen besser sind, finde ich zumindest. Ich habe immer da geduscht. In manchen Trailern sind die Zimmer ein bisschen anders geschnitten. Also hier ist jetzt ein Schlafzimmer drin mit zwei Einzelbetten und hier ist ein Doppelbett drin. Man kann aber da drin schlafen, das ist alles in Ordnung. Für 2 Meter Leute ist das nichts. Aber die Toiletten hier sind vollkommen in Ordnung, ein bisschen klein, aber es ist halt ein Caravan. Und bei manchen ist hier der Wasserdruck einfach nicht so geil. Und wenn man halt lange Haare hat, da gehöre ich ja jetzt auch dazu, ne? Dann funktioniert das einfach mit dem Wasserdruck nicht so gut. Und dann sind diese Gemeinschaftsduschen besser. Aber das ist Geschmackssache. Also. Ansonsten sind die echt ganz gut. Ich finde, da kann man leben. 4 Tage kommt man hier gut klar. Ja? Wer noch ein bisschen mehr Bett braucht, kann auch hier diese Tische umbauen. Runter und dann hat man hier noch ein Bett. Durchgeknallte Hunde. Ja, das ist doch gut, dass die Hunde sich vertragen. Naja, das ist also super. Ja, jetzt habt ihr mal einen von diesen Caravans gesehen, so einen mittleren. Also wenn wir hier nach Holland fahren, wir wollen hier Spaß haben. Das ist natürlich doof, wenn
wenn man mal einen hat, der wirklich in diesen Dingern nicht gut schlafen kann. Aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Es ist ein Campingplatz und kein Hotel. Aber es ist schon ein 4-Sterne-Campingplatz. Das heißt, die sind einigermaßen vernünftig, die Dinger. Man kann da drin ganz gut klarkommen. Ja. Und ihr seht, das Wetter ist wieder super. Also es ist bisher fast immer so gewesen. Morgen soll es angeblich regnen, laut Wetter-App. Schon seit 2 Tagen sagt die Regen. Und morgen wird es wahrscheinlich, ich hoffe es zumindest, genauso sein wie heute. Aber die, wo war ich? Ja, die Caravans sind ganz in Ordnung. Es ist und bleibt ein Campingurlaub und es ist ein Campingplatz, aber es ist schön. Wir gehen mal kurz vor und nach der Saison hier hin. Dann hat man seine Ruhe, da ist es hier nicht so voll. Am Hundestrand ist echt gemütlich, da kommen ein paar Mal Leute vorbei, aber es ist toll. Die Bar ist immer so leer, dass wir da alle reinkommen mit den Hunden. Das Essen unten an der Bar ist gut, ja. Das machen wir 2-mal im Jahr. Allerdings, falls jetzt schon der eine oder andere sagt, boah, da habe ich voll Bock drauf, ausschließlich für Kunden. Hey Milan. Wir wollen an den Strand. Ehrlich, wir wollen an den Strand. Willst du nicht mit? Dann musst du ja auch hier rumliegen. Nicker! Nicker! Aber einen Schrein! Boah, wenn es sein muss. Oh, Streck. Lecker. Komm, Mila. Gefunden! Halt, Jakobs. Oh. Katastrophe, die Frau, ne? Ja. So. Samstag, Nachmittag, 2. Strandrunde. Was? Hast du schon gesagt, dass wir auf Frühstückseier von morgen bekommen wollen? Ja, hast du mir schon gesagt. Oh nö, jetzt ist die Batterie leer. Hey, du hast ja auch gerade geladen. So, jetzt mit voller Batterie. Mein Hund geht schon vor. Ja. Eben noch gedacht, er ist müde. Für Essen geht's dann doch, ne? Jetzt kannst du mal für alle für den Videoblog erklären, warum du so unfreundlich bist, warum du mich jetzt hier ganz wüst aus der Tür geschubst hast. Weil es total scheiße ist hier. Ich hab echt mega keinen Spaß. Ich möchte hier nicht sein. Ja, dann fahr doch. Ja, genau. Hör sie wieder auf mich zu filmen. Du brauchst noch einen Regenschirm, musst mich damit hauen. Genau. So, du, jetzt ist erstmal Ruhe, weil ich will filmen. So, jetzt waren wir ein Stündchen oben in dem Café. Da? Nee, doch da. Waren wir ein Stündchen in dem Café. So ein paar Weicheier sind natürlich schon gegangen, weil es geregnet hat. Nein. Ein paar Leute sind schon gegangen, weil es geregnet hat. Und die verpassen jetzt Bombenwetter. Jetzt ist Ebbe, der Wind ist nicht so doll. Jetzt ist richtig schön. Jo, komm auf.
auch Spaß. Jetzt komm mal her, Ried. Genau, jetzt rufen, jetzt rufen. Rufen, große Party machen, sofort wieder weg. Ja, nein. Hilfe. Jawohl, gut, toll ist hier, klasse hier, super hier, okay, lauf. Pass auf, weißt du, was da jetzt passiert ist? Der kriegt im Spiel Oberwasser, hat gute Laune, spielt die ganze Zeit mit Mila, kriegt so einen kindlichen Anfall und rennt los. Rennt bis zu der Düne da oben und da rennen ihm noch ein paar Hunde hinterher. Und ich stelle hier oben fest, scheiße, die sind weg. Macht ja gar keiner mit. Und kommt relativ zügig wieder. Und wenn du das dann immer wieder bestätigst, das ist kein Jagdverhalten jetzt gewesen. Das war so eine Art Spielübermut. Der läuft da mit so einer ganz lockeren Körperhaltung, läuft er da hin. Das hat mit Jagd nichts zu tun. Ja, man hat das gesehen, dass der Blödsinn im Kopf hatte, aber das war kein Jagen. Schau mal, wenn der... Moment. Also für alle, ne? wenn euer Hund in folgendem Laufgang jagen geht, dann ist es keine Jagd. Schmeiß das jetzt bloß nicht um. Schmeiß das Ding um. Ich guck mal, so. Wenn der so jagt, dann guckt so und sagt, oh, das ist ja toll. Das hat mit Jagd nichts zu tun. Das ist alles so ganz locker. Wenn der richtig jagen wäre, dann startet der durch. Dann ist das viel, viel zielgerichteter. Lu, wo ist der Stock? Der böse Stock! Hol den Stock! Wo ist der Stock? Lu, gib mir den Stock! Stock! Scheißdreck! Wo ist der Stock? Wo ist der Stock? Hol! Hol! So, Alina macht jetzt einen Live-Test, ob ihr Schwimmspielzeug schwimmt oder ob Alina schwimmt. Ich geh nicht schwimmen! Los, los! Oh, guter Mann, guter großer Mann. Bist du ein Mädchen? Buddy. Ich hab dich geschubst. Einfach so. Okay, das ist gut. Lauf!